Rattern ist ein sehr großes Thema, gerade auch was in Richtung Produktivitätssteigerung geht. Rattern an Werkzeugmaschinen sind selbsterregte Schwingungen. Das heißt, die Schwingung kommt aus dem Prozess selbst und wirkt sich hauptsächlich auf die Werkstückoberfläche aus. Und die Schwingungen können sich so stark aufbauen, dass das Werkzeug einmal geschädigt wird und sogar dann in die Maschinenstrukturen übergehen und Spindelschäden zum Beispiel hervorrufen. Momentan ist es so, dass Prozesse einen langwierigen Einfahrprozess haben. Das heißt, schon in der Planung werden die Werkzeugwege festgelegt. Der Maschinenbediener macht noch eine Feinjustierung vielleicht an der Drehzahl. Aber das ist dann quasi festgelegt. Und es gibt keine Möglichkeit mehr im Prozess zu sagen, okay, hier sind wir stabil, hier können wir vielleicht auch noch ein Stückchen produktiver werden. Die Idee für die intelligente Werkzeugmaschine stammt ursprünglich aus dem Sonderforschungsbereich 653. Gentelligente Bauteile, und da wurde ein sensorischer Spindelschlitten entwickelt. Das heißt, wir haben Dehnungsmessstreifen in die Maschinenstruktur, in den Spindelschlitten integriert, um darüber dann auf die Prozesskräfte zu schließen. Basierend auf diesen Ergebnissen konnte eine Abdrängungskompensation realisiert werden. Das heißt, wir konnten den Formfehler des Werkstücks reduzieren, einmal durch eine Adaption des Vorschubs und auch durch eine Bahnanpassung. Das heißt, die Produktivität bleibt gleich und der Formfehler wird reduziert. Hierauf aufbauend haben wir im von der DFG geförderten Projekt Intelligente Werkzeugmaschine die Sensorik erweitert, einmal durch eine Sensitivitätssteigerung, durch die Applikation von Halbleiterdehnungsmessstreifen und durch eine Erhöhung der Abtastrate, sodass wir auch im hohen Frequenzbereich Frequenzen erfassen können. Jetzt ist natürlich die nächste Frage, was können wir dynamisch machen? Es gibt in der Literatur bereits sogenannte Stabilitätskarten. Stabilitätskarten stellen den Zusammenhang zwischen der Drehzahl und der Grenzschnitttiefe dar. Das heißt, der Schnitttiefe, die man tatsächlich erreichen kann, ohne dass Ratterschwingungen auftreten. Das heißt, wir haben auf der X-Achse die Drehzahl, auf der Y-Achse die Grenzschnitt, die Schnitttiefe oder Schnittbreite, je nachdem. Und als Linie dann quasi, das ist meistens so ein Gebirge, die Stabilitätsgrenze angezeigt. Und je nachdem, welche Drehzahl gewählt ist, erreicht man eine andere Schnittbreite und kann so quasi anhand dieser Karte die Drehzahl auswählen, die dann eben zur maximalen Produktivität führt. Das Problem bei diesen Karten ist, dass die normalerweise nicht bekannt sind. Also es ist sehr, sehr aufwendig, solche Stabilitätskarten zu erstellen. Man braucht ein genaues Abbild der Maschine, man muss das Schwingungsverhalten der Maschine kennen, man muss das Schwingungsverhalten von jedem einzelnen Werkzeug kennen, von dem Werkstück, vom Werkzeughalter. Das heißt, es ist sehr aufwendig, die zu erstellen. Und da dachten wir uns, warum kann die Maschine das nicht selber im Prozess lernen? Wir haben ja unsere strukturintegrierten Sensoren. Warum nehmen wir die nicht auch, um Rattern damit zu erkennen und können gleichzeitig zum Beispiel bei einer prozessparallele Abtragssimulation die aktuelle Schnitttiefe und die aktuelle Schnittbreite ermitteln und darüber dann im Prozess so eine Stabilitätskarte anlernen. Also wir haben bei Simulationen bereits gezeigt, wie man durch eine sogenannte surrogatbasierte Optimierung eben gleichzeitig die Produktivität im Prozess steigern kann und die Prozessstabilität aber auch sichern. Das heißt, man hat auf der einen Seite die Maschine, die stetig Daten erfasst, und auf der anderen Seite den mathematischen Algorithmus. Und anhand der Daten lernt der Algorithmus oder das Machine Learning Modell, was dahinter steckt, immer besser, wie diese Stabilitätskarte aussieht. Und der Algorithmus ermittelt darüber die optimale Drehzahl und die optimale Schnittbreite bzw. Schnitttiefe, spiegelt das wieder an die Maschine zurück. Und die Maschine fräst dann quasi mit den neuen Parametern. Die neuen Daten gehen wieder in das Modell und so hat man quasi so einen ständig mitlaufenden auf der einen Seite Optimierungsprozess im Prozess selbst, aber auch ein immer besseres Modell von dieser Stabilitätskarte. Das ganze System haben wir inzwischen auch nicht nur in der Simulation getestet, sondern auch schon direkt an die Werkzeugmaschine gebracht, an einem Demonstrationsprozess. Das heißt, wir haben die mitlernenden Stabilitätskarten tatsächlich mit der Maschine gekoppelt und auch diesen Optimierungsalgorithmus direkt wieder an der Maschine gespiegelt. Der Algorithmus lernt natürlich diese Stabilitätskarte immer besser kennen, was auch möglich ist, quasi schon ein initiales Modell der Prozessstabilität in den Algorithmus
einzugeben, dann hat der Algorithmus quasi schon mal Vorinformationen. Mit der Industrie 4.0 wird perspektivisch die vollautonome Werkzeugmaschine angestrebt. Und genau hier setzt die intelligente Werkzeugmaschine ein, weil maschinelles Lernen quasi einer von den Schlüsselfaktoren ist, um wirklich dahin zu kommen, zu dieser Vision der vollautonomen Werkzeugmaschine. Das heißt, die vollautonome Werkzeugmaschine muss fähig sein, im Prozess anhand von Daten zu lernen, wie sich der Prozess verhält und dann eben auch autonomen Prozessparameter anzupassen. Und genau hier setzen wir maschinelles Lernen ein, mitlernende Modelle, die dann vorgeben, welche Prozessparameter geeignet sind und das dann wieder an die Steuerung zurückspielen. Aktuell können wir bereits für den Dreiachsprozess durch die intelligente Werkzeugmaschine die Produktivität steigern und gleichzeitig die Prozessstabilität sichern. Im nächsten Schritt wollen wir unsere entwickelten Methoden auf die Fünfachsbearbeitung übertragen. Dort ist natürlich eine zusätzliche Herausforderung der Anstellwinkel des Werkzeugs. Bei unterschiedlichen Anstellwinkeln haben wir ein unterschiedliches Stabilitätsverhalten. Und hier wollen wir erforschen, inwieweit die maschinellen Lernalgorithmen, die wir verwendet haben, auch auf diese zwei zusätzlichen Dimensionen durch den Anstellwinkel übertragbar sind, um dann für beliebige Bauteilgeometrien Produktivität und Stabilität zu steigern bzw. zu sichern.